Wir schreiben den 16. November 1974. Das Radioteleskop in Arecibo wird für ein bisher noch nie dagewesenes Experiment vorbereitet. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte sendet ein Wissenschaftler, der Radioastronom Frank Drake, von hier aus eine 3 Minuten lange digitale Radiobotschaft, gebündelt in den Weltraum. Eine kosmische Kontaktanfrage an eine extraterrestrische Zivilisation. Hoffnung auf Antwort gibt es für uns Zeitzeugen nicht, denn das Ziel der Radiosendung war M13, der hellste Kugelsternhaufen am Nordhimmel, aber weit draußen am Rande der Milchstraße gelegen. Die Vermutung von Drake, wenn es in diesem alten Kugelhaufen Planeten mit Leben gibt, dann müsste es schon weit entwickelt sein. Aber eine Antwort könnte frühestens nach Zehntausenden von Jahren auf der Erde eintreffen. Die Arecibo-Botschaft an Aliens vom damals weltweit größten Radioteleskop auf der Karibikinsel Puerto Rico hatte eine Vorgeschichte. Alles begann schon im Amerika der 1950er Jahre. Damals entdeckten Astrophysiker das Radiofenster in der Atmosphäre für ihre Forschungen. Immer mehr Radioteleskope wurden aufgebaut, bis zu den modernsten ALMA-Teleskopen in Chile. Der junge Frank Drake, der am Radio Astronomy Observatory in Green Bank, Virginia arbeitete, war in den 50er Jahren schon auf die Idee gekommen, dass man mit solchen Radioteleskopen auch nach künstlich generierten Funksignalen im All lauschen könnte. Signalen, die uns in diesem schier unendlichen All einen Hinweis auf die Existenz einer fremden Intelligenz geben würden. So wie auch wir permanent Funkwellen in den Weltraum strahlen. Doch die Forschungswelt blieb erst einmal skeptisch. Der größte Teil hielt die Suche nach künstlichen Radiosignalen für bloße Zeitverschwendung. Die kostbare Beobachtungszeit an Radioteleskopen sollte ihrer Meinung nach nicht für solch sinnlose Aktivitäten vergeudet werden. Glücklicherweise konnte Drake den damals sehr bekannten Green Bank-Direktor Otto Struve so weit bringen, dass er an einem der Teleskope Beobachtungszeit für sein Projekt einsetzen durfte. Drakes Suche nach Extraterrestriern blieb zwar ergebnislos, aber das Projekt zeigte immerhin, dass die Suche nach künstlichen Signalen aus dem Weltraum möglich war. Außerdem fand Drake dadurch einige Astronomen, die bei seinen Aktivitäten mitmachten. 1961 traf sich diese kleine Gruppe von Eingeschworenen zur ersten SETI-Konferenz. Der Begriff war geboren. Damals stellte Frank Drake seine berühmte Drake-Gleichung vor. Sie gab erstmals eine wissenschaftlich fundierte Abschätzung darüber, wie hoch die Anzahl intelligenter Zivilisationen in unserer Milchstraße sein könnte. Vor allem junge Astrophysiker begannen sich für das Thema zu interessieren. So einer war auch Seth Shostak. Er erinnert sich, wie bei ihm das Interesse an SETI geweckt wurde. Well, I think that it's safe to say that I have essentially always been interested in the idea of aliens. That probably began when I was a kid, because every weekend I would go to the movies, and my favorite films were the ones that involved aliens. And in the movies, at least in that era, the aliens seemed to be most interested in coming to Earth and essentially destroying civilization. I'm not quite sure what was in it for them to do that, but anyhow, that's the way the movies went. So I was interested in the idea of aliens right from the beginning. And then in school, I studied radio astronomy. I got my degree in radio astronomy in graduate school. And radio astronomy turns out to be the technique that we're using to try and find aliens. So it was kind of a natural fit. Shostaks erste Stellung war übrigens auch im Green Bank Observatorium. Als er dort 1972 anfing, war Drake allerdings schon berühmt und gar nicht mehr vor Ort. I was studying physics as an undergraduate, and I guess I assumed that I would continue to stay in physics, although I was always very interested in radio technology. That was a hobby of mine. I was a radio amateur operator and so forth, that kind of thing. So I was always interested in that. But it was about 2023, I didn't think about it, when I was working in Charlottesville, Virginia,
at a radio observatory, and Frank Drake, this guy Frank Drake, came to visit. And I knew about him because he was famous for having done the first SETI experiment, modern SETI experiment, back in 1960. And it turned out that Frank was an extremely nice guy. And, you know, he talked to me for some time. And in fact, he was encouraging me to take a job at the Arecibo Radio Observatory in Puerto Rico, where he was the director. Now, I didn't do that. I didn't want to really live in Puerto Rico for the rest of my life. But in any case, I was impressed with Frank Drake. Then I went to grad school, got my, you know, PhD. And after that, I started working again in radio astronomy. And, you know, what Frank Drake did seemed very interesting to me. And that's how I really got interested in SETI and eventually started doing it. Das SETI-Thema elektrisierte die breite Öffentlichkeit. Auch viele Hobbyastronomen begannen sich dafür zu interessieren und wuchsen zu einer globalen Community zusammen, das Projekt SETI at Home, das inzwischen allerdings gestoppt wurde. You know, it allowed people to process some data collected by the radio telescopes on their home computers. That was the idea. 7 million people signed up for it. The reason they stopped it is not because it wasn't working. It worked fine, but the trouble was it required the full-time attention of at least one person. And believe it or not, in the SETI world, paying one more salary is a really difficult thing to justify. So they stopped doing it. Drakes Popularität ließ ihn ein noch gewagteres Projekt angehen, das er dann als Direktor von Arecibo verwirklichen konnte. Die aktive Aussendung einer Botschaft ins All. Vorausgegangen waren Überlegungen darüber, wie die digital verschlüsselnde Botschaft gestaltet sein sollte und was überhaupt man übertragen wollte. Drake entschied sich für eine grafische Umsetzung mit digitalem Code. Grundlage der übermittelten Informationen war die universelle Sprache der Mathematik. Die Botschaft war 1679 Bits lang. Die beiden Primzahlen bildeten das Raster einer Matrix. Darin verschlüsselte Drake grundlegende Informationen von Forschungsdaten, die für das Verständnis des irdischen Lebens wichtig sind. Zuerst das Zahlensystem von 1 bis 10 als Referenz für den Digitalcode. Dann 1, 6, 7, 8, 15. Die Ordnungszahlen der lebenswichtigen chemischen Nukleotide und die Doppelhelix der DNS. Der Mensch mit kodierter Größenangabe und der Zahl der Weltbevölkerung. Das Sonnensystem mit seinen Planeten. Zuletzt das Radioteleskop mit kodierter Größenangabe. Doch die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Code aus dem Sonnensystem von einer fremden Intelligenz in den Weiten der Galaxis jemals empfangen und dann auch noch sinnvoll entschlüsselt werden kann, wird bis heute kontrovers diskutiert. Auf jeden Fall machte sich erstmals ein Wissenschaftler Gedanken darüber, wie man solche Botschaften ohne sprachliche Verständigungsmöglichkeit nur mit Hilfe der Mathematik und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauen könnte. Das gab dann auch die linguistische Vorlage für großartige Science-Fiction-Filme wie Contact oder Arrival. Drake soll die kodierte Grafik übrigens verschiedenen Wissenschaftlern gezeigt haben. Jedem soll es gelungen sein, mindestens Teile der Botschaft zu entschlüsseln. That message was remarkable for several reasons. One, of course, it was the first to deliberately try and reach the aliens. The second thing was that it used the transmitter on the Arecibo telescope. It had a big radar transmitter. It wasn't designed to signal aliens, of course. That transmitter was there to allow the telescope to do science on the Earth's upper atmosphere, actually. But in any case, it was a very powerful transmitter, several million watts. And when you connect that up with a very big antenna, because the antenna was 300 meters across, then indeed you could make a very, very powerful signal. So he used this setup to send signals to a couple of nearby star systems, mostly as a demonstration, honestly. The only problem with that experiment was that star cluster that he broadcast to
is about 25,000 light years away. So it will take 25,000 years for this broadcast to reach them. And, you know, if somebody decides to answer, that'll take another 25,000 years. Well, obviously, that won't interest me or Frank or anybody living on Earth today. But, it's kind of a demonstration of what you can do. Doch inzwischen ist der Hype der 1970er und 80er Jahre längst abgeflaut. Well, if you ask how many people are doing SETI and actually doing the experiment, which is to say they're trying to pick up a signal, in the entire world there might be maybe 10 people, something like that, 10, 20. It's very, very small. Part of that is it has to do with the money, but it's very small. I think the other thing about it is that you cannot guarantee success. You can't tell a student, for example, you should work on SETI and try and find the aliens. The problem is, they might spend 4 years doing that and not find anything. Das 50-jährige Jubiläum der Arecibo-Botschaft steht nun kurz bevor. Das feiert die Art Meets Science Stiftung Herbert W. Franke mit einem Kunstprojekt. Sie vergab eine Auftragsarbeit an die weltbekannte AI-Künstlerin Sascha Styles. You must choose one or the other, life or death. There is no third way. You can't have both. You must make a decision. Life is beautiful, but it will end. Death is ugly, but will last forever. Sie wird nun 50 Jahre später eine poetische Botschaft an die Welt da draußen gestalten. Die Premiere dieses Werks findet anlässlich einer Sondervorstellung im Planetarium von Bochum statt. Ergänzend zur Auftragsarbeit hat die Stiftung einen weltweiten Wettbewerb in der Community der generativen Künstler ins Leben gerufen. Die eingereichten Werke werden der Öffentlichkeit ebenfalls bei dieser Veranstaltung erstmals präsentiert. Wird es dem Menschen bald gelingen, über Radiosignale mit fremden Intelligenzen in Kontakt zu kommen? Seth jedenfalls ist davon überzeugt und setzt dabei auf passive Methoden der Suche. We don't know where the aliens are. We assume they're out there. The universe is very big, a lot of planets. And we don't know how far away they might be. Even the nearest aliens might be, say, 100 light years away. That's a fairly short distance in astronomy. Well, let's say they're 100 light years away. So you send a message, hi, we're the Earthlings, and we'd just love to talk to you. And it takes 100 years for that signal to get to them. And if they reply, that takes another 100 years. So by that point, you're dead. The funding is run out. And, you know, the whole experiment doesn't seem very interesting anymore. So we don't do that. We listen. We simply turn on our receivers and try and pick up a signal that's clearly made by a transmitter. We'll build more radio antennas, so we'll do more radio telescopes. We'll build better receivers. That's just digital electronics. And I'm talking to you from the Silicon Valley. So, you know, all around here, there are people working on digital electronics. And also to look for flashing lasers. That's another approach to SETI. So all these things we have been doing, but they will be done better. They will be done faster. And that means we will have looked at a larger fraction of the universe that's near us. So it's exploration. And if you have the ability to explore a wider bit of the Earth, you might have a greater chance of success. Welche Erwartungen also hat der SETI-Forscher für die nächsten 10 Jahre? I do think that if you look at the improvements in technology, which are the things you can predict, it's, to my mind, very likely that we will find a signal in the next, say, 10, 12 years. And I bet everybody a cup of coffee that that will happen. I don't bet them anything more than a cup of coffee, but I will bet anybody a cup of coffee that we'll find ET within, say, a dozen years. And that'll just be a big story. I mean, you can imagine what the headlines on the newspapers will look like. Ob sich sein Wunschtraum tatsächlich erfüllen wird?